Okay, Instant Q-Pop. Der sollte quasi, ne, genau auf meiner Elo sein. Ich habe heute ja einmal wieder deutsche Szene geschaut, ne? Das erste Mal seit langem. Und ich muss sagen, die entfremden, die, also gerade Atok gegen ESG hat halt die Picks so hart entfremdet. Also ich, wenn ich den Drafted anschaue, sehe ich halt irgendwie Atok, zumindest in vielen Gebieten vorne. Und ESG ist, also ist halt einfach besser und stompt, oder heißt stompt, aber nimmt die einfach hoch dann. Schon gut. Xayah ist offen. Ich muss sie spielen. Ich habe keine Lust gegen Xayah zu spielen. Stell dich vor, ich hätte Yuumi gegen Sarah Khan. Ha! Ohne mich. Was ich sprechen wollte ist, die Zecke treffen die Picks, die wir in der National-Szene. Und Big zum Beispiel sieht actually ziemlich weak aus, so, warte ich zu Schalke. Und Schalke wiederum sieht by far am besten aus von allen Teams. ESL boring bisher. Ich will ehrlich sein, jede Woche würde ich mir auch nicht geben. Die Zecke treffen die Picks. Na, so Sachen wie, also, ich kann es mal an einem Beispiel nennen. Atok hat quasi Renekton gegen Yasuo und David Lanesop. Das ist erstmal nicht das Problem. Aber Renekton sollte auch gut dastehen gegen, gegen Ornn. Also zumindest nicht auf die Fresse kriegen. Die picken einen Xin Zhao. Das ist schon ziemlich random. Aber was mich am meisten getriggert ist eigentlich, hat die aus dem hardwinning Bot-Matchup nichts machen konnten. Also die haben Caitlyn beinpickt. Dann picken die Gegner Varus. Varus Caitlyn ist, ich würde sagen, einigermaßen even. Wobei Caitlyn ein bisschen mehr Finesse kann Caitlyn auf jeden Fall einen Vorteil rausholen. Bis Level 6 at least. Und dann picken die aber den Hardcounter-Matchup quasi. In Form von, also ESG pickt einfach Morgana blind. Also dann pickt Atok völlig richtig Karma. Und die konnten den Push nicht holen, weil die auf Armor-Pen Varus nicht klargekommen sind. Und die konnten den Push aber auch wieder nicht reclaimen, weil die zu viele Fehler gemacht haben auf den anderen Positionen. Heißt, obwohl der Draft dann nicht super gut ist, ist einfach die Execution so bad, dass du plötzlich in Losing Matchups drin bist. Und Armor-Pen Varus nicht unbedingt Game Carried, aber halt so super, super useful ist. Bitte geht, also entweder gebt mir einfach was, womit wir die entweder hart hochnehmen oder womit ihr den Rest der Map gewinnen könnt oder so. Aber wer jungelt bei denen? Rumble Jungle? Rumble in the Jungle? Ja, ist okay. Wir haben einen relativ guten Damage-Split, würde ich sagen. Schon okay. Doch, ich mag das. Das können wir so spielen. Ich denke, es ist absolut winnable für uns. Die Kombination aus Ashe, Rumble, Yuumi ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Das ist leider nicht der richtige Eddie Spaghetti, oder? Oh mein Gott. Das ist der echte Eddie Spaghetti. Der ist das echte. Das ist der echte. Auf seinem ersten Ashe-Game. Auf seinem ersten Ashe-Game. Selten hat sich die LP besser angefühlt. Jetzt ist der komplette AD Carry Main Gott. Rollt einfach nur immer mit Leona. Was ist denn das für ein Move? Allein das Movement. Der stellt sich einfach vor die Wand. Und dann fällt ihm auf. Oh Gott. Hier ist eine Wand. Das ist einfach insane. Das ist einfach nur insane. Jetzt ist der komplette AD Carry Main Gott. Der ist übrigens immer noch Master. Also nicht, nein, der ist nur Master. Aber der ist trotzdem, I mean, du kannst ja, die Sache ist die, der spielt ja einfach, der geht einfach immer rein. Wenn du einfach immer reingehst, dann ist es für dein Team fein, einen Vorteil aufzubauen. Weißt du? Du kannst ein Lead aufbauen in der Lane. Oder in der Lane im ganzen Game. Wenn du jemanden rein hast, der die ganze Zeit die Möglichkeiten offenbart. Die Möglichkeiten sind natürlich nicht immer gut. Aber da liegt halt so mit den anderen Spielern. Das ist besser als jemand, der nur hinten steht und schildert, von der Effizienz her. Und wenn du dann halt noch 24/7 Game Spams. Und dann das ist mir zu aggressiv hier. AD Carry Main Gott. Ich muss echt sagen, dass das witzig ist, dass das geht. Was? Das ist aber witzig, dass Ashe mich chasen kann mit Autotext, das wusste ich nicht. Ashe ist voll OP. Ah, wait, das ist Zed Jungle. Zix ist nicht gut genug. Zix ist nicht stark genug, um seine Scheiße zu abusen. Fucking hell, ey. Ach, Mann. Ich will einfach Zix. Ich will einen anderen Champion haben. Gib mir jeden anderen Champion, bitte. Ich will keinen Zix spielen. Scheiße. Sag mir doch vorher, dass ich gegen Eddie Spaghetti spiele. Und weißt du, dann ist Eddie Spaghetti. Jetzt mal no joke. Das ist actually Vorteil für ihn. Ich kann nämlich nicht das Tempo mitgehen, weißt du? So die Autotext, das Autotext-Tempo und so kann ich nicht mitgehen. Der pusht mir einfach rein und nimmt mir zuerst unterm Turret ab. Das ist besser als die meisten anderen Leute, die so Eddie Carry spielen. Das ist witzig, aber ist true. Da ist der Zed. Der Zed-Gank. Guys, hallo. Der hat der W benutzt, Leute. No chance of abusing this guy. Saftig. Ah, ich hätte Prediction tunen können.
Ja, I can't Texas. Sorry, Bruff. Da geht Eddie schon für, oder? Da kann man ab, Boys. Sadly no mana anymore. Ich könnte halt schon die Yumi hochnehmen, wenn die getrennt recallen. Sehe ich mich eigentlich schon auf der Aufgabe. Scheiße. Jetzt recallt er mal getrennt! Du kleine Verf***se! Also nur Hate jetzt oder so, ne? Legit, ich kann nichts machen. Das ist mir zu intensiv hier. Ich muss sagen, die Kerne hat jetzt einfach 30 CS, ne? Und bin immer auf 5 Kills. Ich sehe Eddie Spaghetti eigentlich auf einer Armor-Panache. Ich sag euch, der wird auch auf cool und Arrows raushauen. Da bin ich mir aber sowas von fucking sicher. Der wird nicht lange fackeln, ne? Wenn der Yumi spielen würde, der wäre sofort drin. Wie wäre denn meine Reaktion? Würde ich für Eddie Spaghetti dodgen oder was? I mean, der ist schon gut bad, so. Die Sache ist, die haben Eddie Spaghetti, der ist Offroll. Und dann haben die auch noch Zinkoff Mitte, der ist auch Offroll. Das ist eines dieser Games, wo ich nicht genau weiß, was Matchmaking sich dabei gedacht hat. Lass uns sagen, die haben drei Main Roles. Dann hast du immer noch Eddie Spaghetti. Eddie Carry Main Gott. Da sollten ja alle anderen sofort Main Role sein. Und ein Jungler auf Mitte. Das ist ja auch nicht der Dream. So, ich spiele gerade gegen Kutscher Master Promo. Das ist geil. Einfach nur mega witzig, das Game so. Das ist echt ziemlich witzig. Können wir eine Wave mehr nehmen. Oder einen Eddie Spaghetti mehr. Da so ein bisschen hat Eddie einen Error ab oder nicht? Alter. Fuck Six und fuck Eddie. Ich gebe es. Das sind Sachen, die Six nicht kann. Honestly. Du kannst mit Six keine Spieler abusen, so. Kannst du dieses verf***te PvE spielen? Wo kommt das denn her? Warum? Die waren gerade eben noch Topside, wisst ihr? Die haben hier oben, haben mir gerade eben den Jace abgeholt. Jetzt habe ich plötzlich drei Leute in meinem Face. Bye. Ich glaube, wenn meine Spells zu früh rauszuhauen, ich kann einfach warten. Und du dicker kleiner Lude hat euch. Ich würde eher sagen, Eddie hat uns. Why? Was ist denn dein scheiß Problem? So, wer geht jetzt hier wen an? Du kleinen Spackofanten. Hä? Okay, die Waveflap wurde anscheinend nicht für mich über. So. Was hole ich mir jetzt? Magic Resist, damit die Leute mich nicht angehen? Nee, ne? Ich nehme erstmal eine Stopwatch, oder? Wir holen uns erstmal eine Stopwatch. Und von hier aus können wir noch gucken, was geht. Vielleicht gehe ich auf GA. GA 6. Einfach weil ich es kann. Können wir Eddie dann das Spiel spielen dürfen? Ja, ist weird, ne? Ist halt sehr großzügige Auslegung. Ich sag mal so, ich habe ab und zu mal ein schweres Game. Zwinker Smiley. Und Eddie hat halt nur schwere Games, ne? Ich weiß nicht, wie er auf die Elo kommt, um ehrlich zu sein. Eddie, run away. Jetzt ulte mich hier nicht an. Oh, schön. Help me. Oh, lol. Schnelle Rotation auf die Topside, würde ich sagen. Why? Warum, verdammt? Ich glaube, ich muss den komplett flashen, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, der hat mich getroffen. Jetzt hätte ich auch einfach stopwatchen können, ne? Mein Schlafrhythmus. Mein Schlafrhythmus ist absolut Zucker. So 1 Uhr, 2 Uhr ins Bett gehen ist absolut genial. Wie spät ist denn das? Nicht mal 1. Mensch, der geht noch eine Runde. Red Buff. Toll. Atemberaubend schön. Ich wäre dabei, ne? Ich habe Ult. Hater. Wir haben schon ziemlich viele Hater. I'm living. Still. I'm alive. And I'm a survivor. I'm a freaking survivor, baby. I'm a freaking survivor, baby. Ja, ist irgendwie, aber keine Spannung kommt ja trotzdem nicht auf, ne? Ganz im Gegenteil, ich bin eher in absoluter Trollstimmung. Aber ich kann nicht spielen. Ich kann so definitiv nicht spielen. Wenn ich gegen Eddie Spaghetti macht mein Game Sense, macht einfach alles kaputt. I'm losing ground.